Heute ohne fancy Kameramann, ohne alles, nur du und ich und die wunderbare kleine RX0 Mark II. Tatsächlich, wir fühlen uns schon ein bisschen geehrt, dass wir diese Kamera im Franz haben seit ein paar Tagen. Denn aktuell gibt es ganze zwei Stück in Deutschland. Eine davon haben wir und eine davon hat unser guter Kollege Lachs, aka Christian Alexander. Folgt dem übrigens mal auf YouTube, der macht auch sehr, sehr coole Videos. Sehr technisch, aber auch sehr, sehr ins Detail. Wahnsinn. Ich liebe die auf jeden Fall. Noch ganz kurz als Hintergrundinfo. Sony hat uns dieses Ding zur Verfügung gestellt, aber gleich auch in der, ich sag jetzt mal, Deluxe-Version mit einmal der Kamera, einmal dem Mikrofon, diesem Handgriff und dieser Verbindungsplatte. Ich zeige euch mal ein Bild, wie das aussieht. Wollen wir mal nicht um der heiße Brei drum herum quatschen. Nummer 1, was mich so ein bisschen an dieser Kamera stört, ist die fehlende Gegenlichtblende im Lieferumfang. Ich verstehe, wie man sowas machen kann. Allein, na egal, wenn man sich die Kamera anschaut, dann habe ich hier vorne drauf eine riesig große Glasfläche, hinter der sich die Linse verbirgt. So, soweit denn nicht tragisch, aber sobald ich nur einen Tick in die Sonne komme, dann leidet das Bild gleich und wird entsprechend flau und boah. Also ich verstehe, warum er das gemacht hat. Aber es gibt es ja im Zubehör. Kann man schon dazulegen, finde ich. Dann Nummer 2, und wir haben jetzt hier auch ein bisschen Gegenlicht, also das seht ihr vielleicht, was ich meine bei Punkt 1. Nummer 2 betrifft die allgemeine. Moment, ich bin mal so. Betrifft die allgemeine Handhabung mit sowas. Ich bin jetzt in diesem ganzen System drin, ich kenne mich da auch wunderbar aus. Mir fällt es jetzt nicht wahnsinnig schwierig, sowas zu bedienen mit den vielen kleinen Knöpfen und auch Menüstrukturen und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere allein schon von Foto auf Video umzuschalten, dazu muss man halt übers FN-Menü zur. Egal, es gibt halt auf jeden Fall kein Drehrad, auf dem man so einfach wechseln kann, sondern man muss es halt immer so ein bisschen Gameboy-mäßig. Boah, jetzt ist ja schon richtiger Wind hier. Man muss das immer so ein bisschen Gameboy-mäßig sich da durchklicken. Und Nummer 3 abschließend, jetzt dürft ihr nicht lachen, in dieser Kamera arbeitet ein Akku mit 700 mAh. Ich wiederhole nochmal, 700. Selbst der sehr bekannte FE50, der zum Beispiel in der Alpha 6000 oder erste Generation von A7 verwendet wird, selbst der hat immer Vielfaches mehr. Trotzdem will ich jetzt bei der Wahrheit bleiben. Ich kann euch mal so ein bisschen Touri-mäßig hier noch zeigen, wo wir sind. Villa Schmidt. Hier kann man heiraten. Trotzdem will ich ehrlich bleiben. Zum Beispiel meine RX100 Mark V, die ja dasselbe Sensor verbaut hat. So gesehen eine sehr vergleichbare Kamera darstellt. Die frisst Akkus ohne Ende, gerade wenn ich in 4K aufnehme. Was ich jetzt zum Beispiel tue, ich habe hier auf einer 16 GB Karte, lass mich kurz gucken, insgesamt 30 Minuten Platz und ich denke, dass ich die 30 Minuten voll mache und trotzdem noch Akku übrig habe. Also so Akkumanagement, ich glaube, das ist zu schlecht, aber 700 mAh sind halt 700 mAh. Von daher lieber zweiter Akku auf Tasche, dann läuft's. Kommen wir zu den Punkten, die ich an diese Kameras wirklich überragend finde. Wäre zum ersten, und das ist so der offensichtlichste Punkt, es wurde so viele Kleinigkeiten verbessert, dass es im Prinzip schon wieder eigentlich eine komplett neue Kamera ist. Allein 4K 60, Quatsch, ja, das wäre schön, das wäre schön. 4K 30 Frames intern, was vorher nicht möglich war, gab nur Full HD. Die Kamera ist mittlerweile auch wasserfest, beziehungsweise ich kann 10 Meter damit unter Wasser tauchen. Kein Problem. Ich glaube, das ging mit der ersten auch schon. Wobei mit der Zertifizierung war das vielleicht nicht so, keine Ahnung. Aber so von der Abdichtung und so weiter sehen die relativ ähnlich aus. Dann, sehr offensichtlich, Klappdisplay. Ja, dieses Ding ist zwar mini, aber es zeigt halt, jetzt ist gerade ausgegangen, so viel zum Thema. Aber es hilft mir halt ungemein zu sehen, was ich hier mache. Also zwecks Framing und so weiter, bla bla.
was ich leider nicht sehe. Und ich würde sagen, ich habe schon Adlerauge. Aber es ist halt so klein, dass ich nicht wirklich beurteilen kann, ob ich jetzt wirklich scharf bin. Oder irgendwie genau, also ich muss schon so machen, dass ich was erkenne. Und dann ist Video natürlich nicht mehr so wahnsinnig prickeln. Ah, ich kann übrigens noch über diesen witzigen Griff hier. Zoomi zoom. Die Sonne geht übrigens hier gerade so ein bisschen unter. Hab, glaube ich, schon Sonnenbrand des Todes. Was mich aber nicht abhält, hier noch ein kleines Video zu machen. Ich wollte gerade, also läuft schon. Ja, klar. Ich wollte gerade mit der Lobhudelei, sagt man das so? Lobhudelei? Honig ums Maul schmiererei. Ich wollte gerade mit der Honig ums Maul schmiererei anfangen, was RX0 angeht. Und im Schnitt habe ich gemerkt, also bei aller Liebe, aber dieses Sony-Mikrofon, dieses XY schießt mich tot. Es ist selbst mit Dead Cat, also ich meine, du hast es auch gehört. Weswegen ich gedacht habe, okay, jetzt machen wir uns die Arbeit und erzähle das nochmal ganz kurz, aber. Ja, nix aber. Das ist eigentlich der Plan. Ich hole jetzt aber noch einen ganz kleinen Tick aus und ich erzähle euch noch kurz was zur RX0 Mark I. Denn diese Kamera hat wirklich zwei gravierende Fehler gehabt. Zum einen, sorry, Sony Marketing, aber die Kamera wurde halt immer so als GoPro-Killer definiert, was sie nie war. Weil 24mm unstabilisiert, wir kennen das aus JP-Videos oder egal woher, wenn man irgendwo, du filmst mit einer coolen Kamera, wie jetzt zum Beispiel hier Sony A7 Alpha 6500, egal. Und du schneidest auf eine GoPro, diesen GoPro-Look, den erkennt jeder und es sieht halt einfach nicht besonders professionell aus. Weswegen eine RX0 halt geil war, weil sie 24mm mit einem richtigen Sensor verknüpft und eine geile Quali bietet. So. Wenn das Ding aber nicht stabilisiert ist und es hängt irgendwo am Fahrradlenker, sonst was, ja, dann kannst du es halt komplett knicken. So, gravierender Fehler Nummer 2. Das Ding hat halt nur Full HD aufgezeichnet und kein 4K intern. Was, und wir leben im Jahr 2019 mittlerweile, halt nicht so richtig zeitgemäß ist. Klar, du konntest über externe Rekorder schon aufnehmen, aber halt intern und die meisten Leute verwenden so Kamera halt einfach so, wie sie ist, ging das halt nicht. So, von daher. Zwei große Upgrades, die Kamera hat einen Stabi bekommen, also ist jetzt auch schön stabilisiert und kann 4K intern aufnehmen und das 4K intern oder das 4K von Sony, ich weiß nicht, wer vielleicht von euch schon so eine Kamera hat, das sieht auch wirklich cool aus, kann man nichts sagen. Ich habe ein bisschen Material aufgenommen, habe mir das auch mal auf 100% angeguckt, das sieht wirklich gut aus. So, aber jetzt mein persönliches Highlight, neben dieser Geschichte mit dem Klappdisplay, ist die Kamera an sich auch gewachsen. Solche Sachen, wie man aus der A7 kennen, mit Auge oder mit Gesichtserkennung und Augeerfassung macht die auch, nur im AFS, nicht im AFC, aber immerhin. Zeitraffer ist da reingewandert und viele kleine Geschichten, die man halt aus den großen Kameras kennt. Also von daher. Ja, halt mal kurz. Wo haben wir jetzt stehen geblieben? Ist wurscht. Was ich persönlich sehr, sehr cool finde, und dazu habe ich die Tage auch schon ein Video aufgenommen, diese kleine Kamera ist sehr cool, was Konnektivität zu anderen Kameras angeht. Ein Beispiel, du kannst die Kamera nämlich über dieses Multikabel mit einer Kamera, also mit einer richtigen Kamera verbinden, und jetzt fungiert sie sowas wie als B-Cam. Also sprich, du machst ein Foto mit der großen Kamera und im selben Moment löst auch die kleine auf. Gibt dir folgenden Vorteil, dass du einmal hier mit 85mm aufnehmen kannst oder halt ein Foto machen kannst und gleichzeitig die RX0 mit 24mm aufnimmt. Dasselbe funktioniert sogar im Video. Man muss ein bisschen was im Menü ändern, geht aber. Vielen Dank für die schöne B-Roll. ein Blickwinkel. Habe ich sogar damals in dem Leica-Video verwendet. Also da hat die RX0, aber man muss kurz überlegen, da hat die RX0 Video recorded, während ich mit der großen Kamera Fotos gemacht habe. So als Link hier in der Videobeschreibung. Yes, sir. Und das ist eigentlich der springende Punkt, weswegen man sich, glaube ich, auch sowas kauft.
Es ist unfassbar, auf wie viel Technik in diesem Mini-Ding steckt. Also wir reden jetzt ja hier von, das ist eine richtige Kamera. Also im Fotobereich wie im Videobereich. Diese ganze 4K-Geschichte und in Verbindung zum Beispiel mit Log-Profile, Picture-Profiles etc. macht die Kamera halt wirklich wertvoll, wenn du die in einer Reihe mit anderen Kameras verwendest. Also zum Beispiel eine A7 oder irgendwie eine andere Kamera, weil du dann im Grading zum Beispiel eine Linie damit hinkriegst etc. Ja, also ich brauche eine extra Zusage. Also das bedient sich halt dann auch exakt gleich wie jede andere Sony-Kamera. Also von daher kennst du alle. Ja. Sony vermarktet die jetzt, also auch gerade die RX0 Mark II, so ein bisschen als Vlog-Kamera. Ich weiß nicht, ob das Ganze klug ist. Also ich würde einfach die Kamera als solches ist cool, was du damit machst. Das ist dann dein Ding. Klar, über das Klappdisplay kannst du halt mehr so ein bisschen hier so Selfie-mäßig machen. Aber auch als normale Kamera ist die halt nicht zu unterschätzen. Gerade aufgrund der Baugröße kannst du die zum Beispiel super verstecken in viele Sachen. Und was weiß ich, oder Blickwinkel generiere, die du halt mit einer großen Kamera aufgrund der Sperrigkeit, falls es dieses Wort gibt, wenn nicht, gibt es ab jetzt, was du damit nicht hinbekommst. Das war meine Honig ums Maulschmiererei. Also ich finde die Kamera mega. Diese Kamera ist mittlerweile im Fotofranz TV Equipment und wird hier und da auch noch ein bisschen hier auf diesem Kanal zu sehen sein. Willst du noch ein paar abschließende Worte sagen? Hast du noch irgendwas Cleveres? Was habe ich vergessen? 10 Meter Wasserdicht, das ist auch erwähnt. 10 Meter Wasserdicht habe ich glaube ich auch schon erwähnt. Ist auch vom Gehäuse her so stabil, dass also ich könnte jetzt draufstehen. 200 Kilo, gell? Ich glaube, es ist relativ viel. Ich glaube, wir könnten zusammen draufstehen. Zusammen? Na gut, du 45 Kilo, ich 65. Ich 35 Kilo. Okay, da vorne ist es auch. Okay, krass. Also hier haben wir zwei Mikros. Also, sind, also meiner Ansicht nach sind glaube ich die Hauptmikros. Hier oben ist noch ein kleines. Aber wenn ich's verwende würde, ich würde mir so Klebepads draufhauen, so Dabcap-Dinger. Okay. Ja, weil externes Mikrofon macht halt die Kamera gleich wieder relativ groß. Genau, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Also ich war jetzt auch noch in dem eigentlichen Video, war ich ja abends noch unterwegs. Und da habe ich die halt permanent einfach so, weißt, Hosentasche und so. Das ist halt super cool. Holst raus, machst ein paar Bilder, die Stars, weil das ist halt super klein. Aber sobald du dann irgendwas dran baust, wird es ja gleich groß. Noch eine entscheidende Abschluss. Müssen Kranplätze verdichtet sein? Kranplätze müssen verdichtet sein. Wie komme ich jetzt da drauf? Egal, jetzt haben wir aus diesem kleinen zerpflückte Video dann doch noch ein ganz guter, ganz, ganz rundes Ding gemacht. Nee, ich glaube, ich müsste jetzt erstmal auf Rekord drücken. War Witz. Boah. Wie viel Stunden ich schon am PC saß? Ja, egal, auf jeden Fall. Interessante kleine Kamera. Ich habe wie gesagt noch ein bisschen was gefilmt, seht ihr jetzt. Haben wir aber auch schon auf dem YouTube-Kanal. Und wenn ihr das Ding mal ausprobieren wollt, Ende Mai, ich sag Anfang Juni. Anfang Juni. Kommt da vorbei. In diesem Sinne, bis nächste Woche.